Ich beschäftige mich mit der Erzeugung und Optimierung von digitalen 3D-Modellen, also mit der Frage, wie kann ich zu einem realen Objekt eine digitale Repräsentation finden, die auf spezielle Anwendungsanforderungen hin optimiert ist. Ich denke da beispielsweise an Bereiche wie numerische Simulationen oder meinetwegen auch Computerspiele, wo 3D-Modelle benötigt werden und wir liefern genau die Technologie, um diese 3D-Modelle herzustellen. Was mich an der wissenschaftlichen Arbeit am meisten fasziniert, ist die komplette Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Ich kann wirklich rein interessengetrieben entscheiden, woran ich forschen möchte und bin nicht an irgendeinen Businessplan gebunden. Und das ist letztendlich der Grund, warum ich diesen Beruf ergriffen habe. Für mein Team wünsche ich und erwarte ich mir vor allen Dingen, dass wir wieder mehr Zeit zum Diskutieren und zur Grundlagenforschung finden. Und ich glaube, dass der Leibniz-Preis auch die Rahmenbedingungen schafft, um genau das umzusetzen.